Als im März überraschend für uns alle der Lockdown kam, sind alle unsere Geschäftsbereiche komplett runtergesackt. Produktionsstätten, die ganzen Restaurants, unser gesamtes Weiterbildungsunternehmen für Deutschland, es ging gar nichts mehr. Ich dachte, was passiert hier? Wahrscheinlich wie ganz viele da draußen. 2 Wochen später musste ich ins Krankenhaus eingeliefert werden mit Verdacht auf MS, was sich nach einer Woche herausgestellt hat. Gott sei Dank, 6 Wochen später mit ganz vielen schlimmen Untersuchungen kam dann raus, dass ich eine Neuropathie entwickelt habe, mit der ich heute noch kämpfe. Das alles verbinde ich mit Corona. Mein Name ist Kemal Üris und wir sind in den Bereichen Weiterbildung, Seminar, Beratung deutschlandweit und in der Food-Industrie seit 20 Jahren unterwegs. Ich bin nach dem Krankenhaus wirklich 2 Monate zu Hause gewesen. Ich kam fast aus dem Bett nicht raus. Ich habe mental und körperlich nicht funktioniert. Ich habe mich da mit aller Kraft rausgekämpft, um ja irgendwas wieder bewegen zu können. Weil ich kenne das als Unternehmer in den 20 Jahren. Du kriegst immer auf die Fresse. Mal geht's hoch, mal geht's runter. Und ich wusste, es gibt nur einen Weg durch den Schmerz, durch das Unsichere. Und es war für uns alle unsicher. Und das ist hindurch. Also ich muss handeln. Ich bin dann in die Firma gegangen, habe die Teams zusammengetrommelt und wir haben versucht, mit Innovation, mit neuen Ideen quasi dem, was vor uns lag, irgendwie entgegenzuwirken. Und das hat bei uns im Team so ein positiven Spirit ausgelöst. Wir haben uns so zusammengeschweißt, dass ich sagen kann, dass das am Ende unser entwicklungsstärkstes Jahr sogar überhaupt war. Ich habe angefangen, wieder 1:1 Coachings zu geben, Unternehmer wieder zu beraten, wie sie aus dieser Krise rauskommen. Ich habe meinen YouTube-Kanal aufgemacht mit den ersten Folgen. Es ist so viel passiert, mein Buch kommt nächstes Jahr raus. Also wenn man den Weg geht und positive, gelebte Erfahrungen sammelt, dann geht es auch wieder vorwärts. Was ich aber jetzt, und das ist mein Statement, eigentlich sagen will, das, was ich gerade genannt habe, das ist der äußere Erfolg, der sekundäre. Ich möchte heute über den primären zu sprechen kommen und das ist der Erfolg in dir. In uns. Nichts im Außen kann dir das Innerliche, was dir fehlt, geben. Eine kleine Geschichte zu mir: Als ich mit Mitte 30 alle meine gesteckten Ziele erreichte, habe ich gemerkt, dass das Ankommen, das gibt kein Ankommen. Ja? Ich habe gemerkt, dass der Erfolg mich innerlich nicht ruhig gestellt hat. Und ich habe auch beobachtet, in den ganzen Jahren Erfolgsbesessene, die einem Erfolg hinter dem anderen hinterherjagen, die wollen Kontrolle, Macht über eine Welt, die sie als Kind nicht hatten. Ja? Aber das funktioniert eben nicht. Das funktioniert temporär und dann ist es wieder weg. Du musst in dich deine Stärke aufbauen. Und Corona ist ein Spiegel für jeden von uns. Ein Spiegel, was dir zeigt, jetzt nimm dir die Zeit und arbeite an dir. Wenn dein Fundament innerlich gut steht, kann im Außen passieren, was will. Du wackelst zwar immer noch, aber du fällst in dir rein und da ist die Substanz. Mit der Kraft gehst du wieder nach außen und kannst dir immer wieder tolle Sachen, tolle Träume wieder aufbauen. Alles ist möglich. Alles. Du musst nur die Reihenfolge richtig verstehen und die Entwicklung von innen kommen lassen. Eins habe ich gelernt in meinen 43 Jahren. Alles im Leben, was passiert, alles hat einen Sinn. Wir können es nur in dem Moment nicht sehen, denn das Leben wird vorwärts gelebt, aber nur rückwärts verstanden. Ich bin mir sicher, wenn wir den Weg gehen, wird jeder von uns den Sinn für sich daraus ziehen können. So, das war mein Statement zu Corona und jetzt möchte ich jedem da draußen noch ein gutes, tolles, erfolgreiches Jahr 2021 wünschen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass 2021 die Kehrtwende bringen wird und vieles sich wieder entspannen und in die richtige Richtung gehen wird. In diesem Sinne, allen da draußen all das Beste, euer Kemal. Tschüss.